Sag mal, geht's noch? Du bist 10 Minuten zu spät. Wenn wir 2 Wochen gegen Lüderitz gewinnen wollen, müssen wir uns alle hier den Arsch aufreißen. Das ist das wichtigste Spiel der Saison, Mann. Ja, ja. Wieso geht das nicht? Wir trainieren als Mannschaft. Du machst, was du willst, oder was? So, 5 Strafrunden. Los. Nee, echt nicht. Na los! Hopp, hopp, hopp! Los! Komm, beweg dich! Paul, du gehst wieder in die Bude. Nee. Da muss sein, komm. Komm weiter. Komm, 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 in Bewegung! Mike, geh, 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 Mike! Geh, 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 sehr schön! Sehr schön! Mike, super! Danke. Renate, bist die Beste. Mensch, Tom. Du musst dich erstmal zusammenreißen. Beim Fußball lässt du dich hängen. Jetzt hast du auch in der Schule verkackt. Am Hardy ist eine Stelle frei geworden. In der Schlachterei. Papa, ich bin Vegetarier. Und? Trainer! Ja? Welche Taktik fahren wir eigentlich gegen Lüderitz auf? Nachspielen, hoch gewinnen! Flanken! Die Flanken müssen besser kommen. Nicht so Mist aus dem Halbfeld. Die Außen müssen richtig durchgemisst zur Grundlinie und dann zack, in den Rücken der Abwehr. Und in der Mitte, da steht der Mike, der macht das schon, ne Mike? Jawohl. Jawohl. Und auf unseren Trainer, Carsten Rasmus. Fußballgott! Auf den SV Grieben 47. Unser Verein! Unser Verein! Ole, 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 wenn ich den SV Grieben seh. Olu, 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 da seh ich Fußballgöttern zu. Von der Küste bis nach Bayern gibt's nur einen Club mit Eiern. Nicht mit Zweien, sondern Dreien. Der SV Grieben, ei, ei, ei. Also ich glaube, Sarah fühlt sich genauso fehl am Platz in ihrem Heimatörtchen wie Tom. Und dort ist eine Verbindung da zwischen den beiden. Die verstehen sich, die sehen die Welt nochmal anders als alle anderen um sich herum. Und ich glaube, da ist einfach so ein Draht da. Das ist Tom. Tom sucht Job. Am Hardy ist eine Stelle frei geworden. In der Schlachterei. Papa. Ich bin Vegetarier. Gute Arbeit finden ist nicht so leicht. Ich will was mit Menschen machen, wenn sie nicht so viel reden. Und einen sicheren Arbeitsplatz. Aber zum Glück... Wir haben genau das Richtige für Sie gefunden. Gibt ja uns. Bestattungsfachkraft? Olga Petrova. Hallo. Ich habe AIDS. Hier, ich kann niemanden mehr anstecken. Sind alle schon tot. Arbeit bei uns ist sehr begehrt. Sie wollen also Bestatter werden? Nein, bis gestern wusste ich noch nicht mal, dass man das lernen muss. Erfordert Kreativität. So einen Herzschrittmacher raus, damit er nicht explodiert im Krematorium. Und kompetente Beratung. Urne des Monats, biologisch abbaubar, sehr beliebt die junge Leute. Denn unsere Kunden sind sehr anspruchsvoll. Gibt's auch welche in rosa? Und Aufträge gibt es immer. Dort sicher. Guten Tag. Sterben kann gar nicht so schwierig sein. Bisher hat es noch jeder geschafft, oder? Ja. Der! Hast du eigentlich Angst vorm Tod? Es ist jetzt 3 Jahre her, seit deine Mutter gestorben ist. 3 Jahre! Dass du dich ständig mit Tod beschäftigst, das ist nicht gut für dich. Das Leben ist ein Arschloch. Manchmal, man muss Tod ins Gesicht gucken. Um wieder leben zu können. Wenn ich nicht aufpasse, dann verliebe ich mich in dich. Was für eine Horrorshow. Ich würde es gerne mit Ihnen versuchen. Besser als nichts. Gibst du mir jetzt? Scheiße. Das ist Juwelier Wiener. Oh.